Gefährliche Machenschaften in einem Wohnhaus führen Polizeioberkommissarin Sarah Freitag und Polizeihauptkommissar Paul Schwarz zum nächsten Fall. Ja. Weiß nicht, aber wir können das hier immer. Oh. Was ist da los? Hallo? Hallo, haben Sie was getrunken? Hallo. Nicht ansprechbar. Kannst du mal eine RTW rufen? Ich bringe ihn mal eben in die. Wach ist er noch. Aus dem Wohnhaus kommt eine Frau dazu. Sie berichtet den Beamten, dass es sich bei dem Mann um ihren Bruder handelt. Er bleibt allerdings nicht der einzige Verletzte bei diesem Einsatz. Er wohnt bei mir, macht gerade eine Umschulung. Oh mein Gott, er wollte nur in den Keller gehen und nach dem Strom gucken, weil das RTW. Internet ausgefallen ist. Strom? Ich kann mir das alles gar nicht erklären gerade. Mein Mann fehlt auch noch, der ist auch noch dahin gegangen. Der ist auch, also wo ist der? Beim Strom? Wo? Im Keller wahrscheinlich. Da gucken wir gleich mal. Ich will einmal gucken, dass er die Zunge verschluckt hat. Im Falle eines Stromschlags muss der Mann im Krankenhaus kardiologisch untersucht werden. Die Beamten wollen sich nach dem Ehemann der Frau und einer möglichen offenen Stromquelle im Keller umsehen. Mensch. Hallo, ist hier noch jemand? Hier ist die Polizei. Hallo? 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 Wer sind Sie denn? Sind Sie? Ich bin der Herr Dietrichs. Herr Dietrichs? Fritz Dietrichs, ja. Ja, und was machen Sie hier jetzt gerade? Ich komme gerade von innen, ich suche unseren Stromkasten, weil wieder mal ist alles hier ausgefallen. Das kann ja nur dieser Fräse gewesen sein. Wer ist Fräse? Bleiben Sie mal eben ruhig. Wir gucken mal eben, hier ist ein Stromkasten. Ja, permanent ist Stromausfall. Das ja. Es kann nur von dem Fräse kommen. Ja, das ist aber auch hier nicht fachmännisch, oder? Nee. Die Polizisten erkennen, dass ein Stromkabel von der Waschküche in eine Wohnung umgeleitet wurde. Sie vermuten, dass der gesuchte Ehemann die Manipulation bemerkt und die entsprechenden Mieter deshalb aufgesucht hatte. So, wir haben da unten ein Kabel gefunden. Das ist wahrscheinlich ein Stromunfall. Okay. Ja? Hat er schon irgendwas gesagt? Konnte nee, er sich schon äußern? Nichts. Noch gar nichts. Wir gucken mal eben, das Kabel wird führt zu einer bestimmten Wohnung. Also wir gucken uns das mal eben an. Ja. Ihr wisst erstmal Bescheid, wir sind jetzt noch im Haus, ja? Okay, alles klar. Ich komme gleich ins Krankenhaus. Wollen Sie bei ihm bleiben? Oder Sie können jetzt auf jeden Fall. Ja, aber Sie kommen jetzt erstmal nicht mit. Ich rufe erstmal den Energieversorger an. Ja, dass hier mal jemand hier mal den Strom abstellt. Ne? Dann sag du mal Bescheid. Ja, Moment. Egon von 1226. Also für uns ist es erstmal völlig irrelevant, die Anschuldigungen, die der von unten im Keller angetroffene Person gegenüber dem Herrn da geäußert hat. Für uns ist wichtig, dass wir die vermisste Person im Haus erstmal finden. Und das ist das, wo wir jetzt Vorrang drauf geben und uns im Haus auf die Suche begeben. Da wohnen eigentlich nur zwei Studenten. Wie sind die so? Auffällig. Was interessiert dich hier für Pflanzen? Mehr weiß ich von denen nicht. Wie kommen Sie da jetzt drauf mit Pflanzen? Ja, schleppen wir mal Blumenkübel hoch und sowas. Das ist ja hier so dreckig. Ja, schätze ich mal. Die sind ganz ruhig. Ich höre sonst von denen nichts. Also von denen ist es nicht. Hallo, hier ist die Polizei. Machen Sie mal auf. Was? Nochmal. Hallo? Scheiße, was ist denn da rein? Polizei! Was macht ihr hier? Hey! Scheiße. Da, guck mal da. Leg die Gartenschere runter, Junge. Runter damit! Leg sie weg! Du kommst hier vor! Ich hab's weggelegt. Mit dir die Hände hoch! Hier vorkommen! Rauskommen! Alles gut, alles okay. Raus! Ey, was ist denn los mit euch? Ey, hier, du, da entscheidet einer um Hilfe. Ja, sofort! Ey! Ich setze ihn erstmal fest hier. Komm auch mal vor. Bleiben Sie stehen. Haben Sie irgendwas an dem Körper, wo ich mich dran verletzen kann? Nein. Was sieht das denn aus? Also wir haben das Opfer erstmal hinten angestellt, weil wir mussten erstmal unsere Funktionalität als Polizei sichern. Das heißt, diese beiden Straftäter festsetzen, fixieren und dann können alle weiteren Maßnahmen darauf aufbauen. Guck mal auf den Tisch, ich gucke hier in der Ecke, da hat jemand geschrien. Hallo? Ach. Wen auch? Hallo? So, jetzt können Sie sich damit hinsetzen. Okay. Hallo? Hast du was gefunden? Ja, hier liegt noch einer. Der ist fixiert. Scheiße, brauche ich auch mein RTW. Ich warte mal, muss vielleicht mal gleich mal gucken. Der ist nicht ganz, Hallo? Nicht ganz bei der Sache. Komm mal her. Markus, sind da am Kopf Melli. Verletzt. Oh mein Gott, Schatz, was haben Sie mit dir gemacht? Ich weiß nicht. Können Sie noch mal eben zurückbleiben? Ja? Kommen Sie mal nach vorne. Einmal nach vorne. Kommst du dran? Der Ehemann der besorgten Mieterin wurde offenbar brutal niedergeschlagen.
Paul Schwarz ermittelt, wie es zu der Freiheitsberaubung und der Körperverletzung kommen konnte. Wie Sie hier reingekommen sind, wissen Sie jetzt auch nicht. Das Letzte, was ich mich erinnern kann, war, dass ich an der Tür stand, ja, und in der Küche Pflanzen gesehen habe. Ja, ja. Und dann war auf einmal, muss ich einen Schlag auf den Kopf gekriegt haben. Und ja, dann, ja. Warum Sie da in der Wohnung waren, wissen Sie auch nicht. Muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, die Jungs haben Gartenerde und so Lichter und sowas hochgetragen. Ja. Und das sind ja jetzt nicht die beiden kräftigsten. Das, ja, haben Sie denn geholfen? Habe ich vorgehabt. Ja. Und die wollten erst nicht. Ich dachte mir, sei mal nett und pack mit an. Und das war's dann. Lag ich da auf einmal, ja. Nachdem die Versorgung des Mannes gesichert ist, klärt die Beamtin die beiden Täter über ihre Vergehen auf. Also, ich meine jetzt erstmal den Vorhalt. Wir haben hier diesen Energiediebstahl. Das Kabel führt augenscheinlich über den Balkon in diese Wohnung. Ja? Dann haben wir hier die Körperverletzung an dem Herrn, der sich durch den Strom verletzt hat, auch wenn es fahrlässig ist, ein Straftatbestand. Und das Schlimmste, das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ihr habt den Mann gefesselt und niedergeschlagen. Das ist eine Freiheitsberaubung. Das ist richtig ein hartes Ding, was für euch ja, richtig Konsequenzen haben wird. Und dann noch das hier, ne? Schon zum Verkauf, hier alles fertig gemacht, selber angebaut. Das ist illegal, Mensch, das müsst ihr doch wissen. Ihr seid Studenten. Das ist halt so, wenn man nicht und jetzt kommt die Belehrung, bevor ihr was sagt. Ihr müsst dazu nichts sagen. Ihr könnt erst mit einem Rechtsanwalt eures Vertrauens Rücksprache nehmen. Aber ihr könnt natürlich was dazu sagen. Ich kann euch den Mund nicht verbieten. Möchte sich jetzt jemand dazu äußern, was hier los ist? Ich habe nur Geld gebraucht für Studium, alles ohne Geld. Alles, ja, die Eltern machen. Wenn die an den Geldhahn zu sind, dann läuft das halt nicht immer so rund im Leben. Tja, wir brauchen halt ein bisschen Geld. Und das war eine schnelle und einfache Methode. Ja, und was ist mit dem Mann dort im Schlafzimmer? Was ist da passiert? Warum musste der da jetzt gefesselt und verletzt liegen? Der hat die Pflanzen gesehen, der wollte uns die Lampen mit reintragen, wir wollten das aber nicht. Und bevor wir jetzt komplett auffliegen, haben wir eine schnelle Lösung gebraucht. Und für seine Hilfsbereitschaft wird er jetzt noch bestraft und dann soll er da liegen, bis was passiert? Der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, ach so, ist sein Problem oder was? Was habt ihr euch dann mit ihm da vorgestellt in Zukunft? Was soll damit passieren? Ja, eigentlich sollte er weiter da liegen bleiben. Ja, bis wann? Bis zu deiner Hochzeit oder was? Ja, bis dass wir uns dann was eingefallen haben. Ja. Und womit habt ihr ihn jetzt niedergeschlagen? Wo haben wir das? Ja, wir haben ihn eins über die Hupe gezogen. Ja, mit was? Mit so einem Holzstab. Okay, gut, wir gucken uns hier jetzt sowieso noch mal eben um. Dass die beiden Burschen den helfenden Nachbarn so aus dem Weg räumen wollten und ihn dann auch noch liegen lassen wollten, nach ihren Aussagen, sie wussten noch nicht, was sie mit ihm weiter veranstalten würden, ist mehr als assihaft. Er wollte eigentlich nur helfen, er war ein Mitwisser, dummerweise, und sie wussten sich nicht anderweitig zu helfen, als ihn auf diese Art und Weise aus dem Weg zu räumen. Das Täterduo muss wegen Entziehung elektrischer Energie, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einer Haftstrafe rechnen. Die Wunde des Ehemanns wird genäht und der Bruder der Frau ist nach dem Stromschlag wieder wohlauf. Die Beamten konfiszieren und vernichten die Cannabispflanzen.